So, jetzt bringen wir die Regenschutzhülle mal hier einfach an. Die Kamera ist aufgebaut, wie Sie sehen, sogar mit Blitz. Geht natürlich auch ohne Blitz, aber wir wollen dann eben auch zeigen, dass es mit Blitz geht. Das hat noch so ein kleiner Bonus obendrauf, dass halt eben wirklich oben noch so viel Platz ist, dass man da also auch wirklich diese richtig großen schweren Teile auch mit drauf kriegt. Einfach überstülpen und vorne dann einfach das Plastik halt eben so lang zusammenstauchen, bis man halt eben auch wirklich Tiefrand angekommen ist. Dann wird einfach mit der Kordel unten mit der Schnur dann die Regenschutzhülle vorne zugezogen. Und natürlich kann man jetzt auch noch eine Gegenlichtblende drauf machen. Und im Grunde genommen ist es das schon gewesen. Ganz einfach drüber stülpen, zubinden und fertig. So, wenn man das erledigt hat, dann muss hinten natürlich noch die Augenmuschel, die Sie also hoffentlich vorher entfernt haben. Ich habe es vergessen zu sagen, aber es geht auch hinterher kein Problem. Nur damit Sie sehen, was da jetzt gemacht wird. Hinten in diesem kleinen Loch dieser Regenschutzhülle, das wird also einfach um den Sucher drumherum gefriemelt und dann steckt man oben einfach wieder die Augenmuschel drauf. Fertig. Er gibt nochmal einen zusätzlichen Halt und das ist halt eben alles gar kein Problem und so kann auch wirklich keine Feuchtigkeit in diese Regenschutzhülle gelangen. Hier jetzt nochmal eine kleine Rundumansicht. So sieht das Ganze dann aus, wenn es auf dem Stativ befestigt ist. Und dann können Sie loslegen, um im Regen halt auch Bilder machen zu können, sogar mit Blitz. Auf was ich hier noch hinweisen möchte, ist eine Besonderheit für mich, also persönlich Alleinstellungsmerkmal. Wir haben ja verschiedene Regencapes im Angebot, aber das ist das Einzige, was wir haben, was auch unten eine Kordel hat. Und das heißt im Prinzip, man kann dann unten auch richtig das Regencape richtig zuziehen. Zum Beispiel, ganz wichtig finde ich, wenn man irgendwie das Kameraset einfach aufgebaut hat oder wenn starker Wind ist, von unten kann ja auch Spritzwasser normalerweise reinkommen. Der Vorteil ist natürlich halt eben der, auch ohne Stativ, dann ist das Ganze im Prinzip richtig verpackt, richtig so eingepackt. Da kann also nichts rankommen, man kann die Kamera dann irgendwo hinlegen oder halt eben, wie gesagt, auf dem Stativ stehen lassen. Ich finde es halt eben bemerkenswert, einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass das Ding also nicht nur vorne am Objektiv eine Kordel hat, sondern halt eben auch von unten praktisch komplett zu verschließen geht.